Hallihallöch, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück. Printing completed. Zu Forever Skies. Sauerstofftank. Groß. Stand gerade was von 130. Ich habe es genau gesehen. Eine Batterie. Die, ja. Die kommt. Was ist das hier? Stücke, warum habe ich Stücke im Mund? Die kommt hier rein. Die Verbandskästen, die kommen hier rein. Nein, hier. Und ich gehe ins Bett. Da reicht das bisschen Schlaf nicht aus, mein Freund. Bis um 6.08 Uhr, da ist auch keine Zeit zum Aufstehen. Wir müssen noch nicht arbeiten. Also, zack, und weiter geht's. 7, 8, noch bis 9. So. Wunderbar. Jetzt kann man aufstehen. Das ist okay. So, und wir können auch wieder rennen. Hydration level is decreasing. Ja, das ist völlig normal. Oh, hä? Wie, es hat nicht geregnet. Was soll denn der Kack? Das geht ja mal gar nicht. So. Wir haben ja noch genug zu trinken. Caution. A storm is coming. Ich sollte die Kochstation auch verwenden. Jetzt kommt ein Sturm. Das heißt, direkt nach dem Sturm können wir weiterfliegen. Möchten wir das überhaupt? Für den Bau meiner weiteren Leiterraum hier brauchen wir Plastik, Metall und synthetische Materialien. Fünfundzwanzig, dreißig, achtunddreißig Kunststoff. Ja, ist eine fette, da warten wir noch. 38 Kunststoff. Und 5 brauchen wir pro Ding. Okay, das ist, glaube ich. Ist Sturm? Oder ist Sturm schon wieder vorbei? Sturm ist vorbei. Okay, weißt du was? Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr Helium. Ich will schauen, ob wir die Ballons noch vergrößern können. Gibt's hier überhaupt Helium beim Standard-Windpark?
wir sind gelandet. Sehr gut. Ich musste nur schauen. Nicht, dass wir wieder in der Gegend rumschweben. Leiter. Ja. Ja, wir brauchen, wie gesagt, noch mehr Helium. Dann schauen wir, Entschuldigung. Schauen wir, ob wir den Ballon noch ein bisschen vergrößern können. Ansonsten... Ja, wir brauchen einfach Material. Wir brauchen von allem eigentlich. Wir brauchen Synthetis, wir brauchen Helium. Wir brauchen Glas. Wir brauchen Datenkarten. Dunkel, rosa, Dschungelkröte, Zeichenwerkzeug. Schiffsarbeitsplatz. Aber da machen wir doch nur Möbel. Warum geht das manchmal nur an einer Ecke? Schon sehr komisch. Manchmal ist es schon sehr komisch. So, und auch hier muss ich mir angewöhnen, Calories level is decreasing. Mit der dämlichen Taschenlampe rumzulaufen. Damit ihr was seht. Es tut mir leid, aber ich versuche es mir anzugewöhnen. Weil da sehe ich auch mehr. Und Flicken. Ich meine, wir tun nicht gern Flicken auf kaputte Gegenstände drauf machen. Wie nur eine? Das ist aber sparsam. Und dafür liegt hier noch eine. Wenn da jetzt schon wieder ein Sturm kommt, das reicht mit Sturm langsam. Was ist das hier? Wasser destilliert. Da hat jemand gewohnt. Gewohntet. Hier gibt nichts. Doch, da gibt's noch was. Hey, hier war schon jemand. Hier ist alles leergeräumt. Sogar die Spinde hier. So. Da waren wir. Geht nicht. Das ist komisch, wenn man sich umguckt und der macht diese Laufgeräusche. Gesehen. Die Heliumflasche. So, wie komme ich da hoch? Da drüben. La 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 la. So, da waren wir. Da waren wir auch. Was? Die Batterie haben wir auch rausgezupft, das heißt, wir sind hier gecleared. Also ausgegraut. Wow. Alter Schwede, ist das hier gefährlich. Oh, muss das in Flammen stehen? Was ist das? Das sind doch Benzinkanister oder so. Das hat jemand mit Absicht angezündet. Ja, ja. Hier geht's wohl nochmal runter in den Tod. Da wollen wir aber nicht hin. Da gefällt's uns nicht. So.
Wir haben trotzdem, dass es ein Standardwindpark war, erstaunlich viel Helium gefunden. Licht wieder aus. Helium. 8. Helium. Viele Flicken. Nein, das wollte ich nicht. Übereinander und untereinander. Das könnte ich dann theoretisch sogar hier lassen. Bei Klebezettel, boah, gut, werden wir dann schon auch ein paar haben, aber das ist ja okay. Das ist geil. Sind das geile? Ah! Sind das geile Truhen? Ich feiere diese Dinger so. 1 von 5. Trinken. Staubmotte essen. Ein Poster. Mach mit beim Projekt Oxygen. Ich habe noch kein Poster im Schlafzimmer. Hier muss auch noch ein Arbeitsposter hin. Mach mit beim Projekt Oxygen. Ja, schön. Sauerstoff. Ja. Ah, so eine Lampe. Eine Lampe. Elektrische, Epoxy und Glas. Hey, wir haben keine elektrischen... Ne, wir haben Maschinenteile gefunden, aber keine elektrischen. Das ist ja lustig. Glas haben wir. Aber zu wenig. Wahrscheinlich. So. Kupfer habe ich gesehen. Zick. Metall. Ach nee, Moment, ich tue den einen Extraktor mal weg. Ja, da sind wir gleich wieder in der Batterie los, ich sehe schon. Gut, der hier noch? Hat er sogar noch gemacht. Wunderbar. Mal ein tatsächlich weg erstmal. So. Nein, Quatsch. Hier. Elektrische Elemente. Habe ich die gar nicht mitgenommen? Nö. Eins brauchen wir. Die möchte ich auf meinem Schreibtisch im Schlafzimmer stehen haben. Printing completed. So. Hier nämlich. Das ist eine ziemlich kleine Kajüte. Wahrscheinlich teile ich das Labor hier auf. Also das hier wird das Labor. Da sind die ganzen Gerätschaften dann drin hier tatsächlich. Deswegen machen wir die hier auch noch hin.
Ja, da könnte ich nochmal einen hinmachen. Obwohl, wir können eh nur... Obwohl, vielleicht doch mehrere. Aber jetzt noch nicht. So. Hier ist schon mal so eine ganze Wand mit Zeug. Weißt du, ich würde gerne Lampen hinmachen. Es ist schon... Das hier ist Licht. So würde Licht aussehen. So nicht. Das strahlt überhaupt nicht. Da ist kein Licht. Hier hätte ich gern Licht irgendwie. Oh, keine Ahnung. Kann ich auch diese Nachttischlampen hinstellen? Schreibtischlampen, Entschuldigung. Was brauchte ich dazu nochmal? Elektrische Komponenten, ne? Ich muss probieren. Printing completed. Das ist halt auch, weißt du. Egal. Wir werden die schon irgendwann mal verwenden. Sag nicht, ich kann die nirgends draufstellen. Das ist doch lächerlich. Ach ja. Oh, da ist was verdorben. Verdorbenes Essen. Oh, ein verdorbenes Essen. Oh nein. Was mache ich nur? Was mache ich nur, wollte ich sagen. Habe ich noch eine leere Flasche? Ja. Dachte ich mir. Geht ja gar nicht anders. Metall habe ich nicht zufällig dabei, nein. Da ist sogar hier drin mehr Licht, obwohl die Batterie draußen ist. Gut. Also, Epoxid. Glas. Die hier ist ja jetzt leer. Da könnten wir auch eine Mischkiste machen. Mit gemischten Teilen. So, ja, also ich weiß, hier sieht es noch aus wie Kraut und Rüben, aber wir sind jetzt hier am Ausbauen, am Umbauen, am Durchbauen, am Überbauen, am Verbauen. Haben. Glück. So. Gut, der Windpark ist abgefrühstückt. Wir fliegen weiter zu diesem Ding da vorne. Einfach nur, weil es auf dem Weg liegt. Erkunde das Gebiet und finde den Virenträger. Welches Gebiet?
sind wir nicht. Doch, wir sitzen doch auf, oder? Schiff steht schon fest, oder? Nicht, dass wir dann da wieder Probleme mit Sturm kriegen. So. Ist das richtig, was ich hier mache? Ja, es ist richtig, scheint richtig zu sein. Oh ja, Benzin. Sprit. Also ich glaube, wir müssen jetzt schon alles mitnehmen. Und nicht nur immer da aussuchen. Oh, ich fahre dahin. Oh, ich fahre dahin. Ich fliege dahin. Nein, ich fahre. Ist ein Schiff. Ist ein Luftschiff. Luftschiffe fahren. Zeppeline fahren. Die fliegen nicht. Entschuldigung, Licht vergessen. Sorry, sorry. Guckt hier, alles leer. Das ist leer. Ja, hier haben wir auch leer. So, gut. Hier ist noch. Siehst du, den hätte ich ohne. Habt recht. Den hätte ich ohne Defunzel nicht entdeckt. Da habt ihr recht. Da ist noch eine Leiter. Das ist aber nicht die hier. Da ziehen wir einen Stecker. Und hier ist noch eine Leiter dran. Da möchte ich hochklettern. Auf den Müllberg. Wälder. Oh, ganz viel Plastik. So. Aua? Fragezeichen? Nein. Geht. Uäh. Netz dazwischen durchfallen und einfach tot. Ich bin übrigens noch nie runtergefallen, ne? Ich will, dass das zum Protokoll genommen wird, ja? Ich möchte, dass das ins Protokoll geschrieben wird. Los Osos ist noch nie aus dem Himmel gefallen, in den Tod, ja? Einmal beim Üben, wo ich geguckt habe, wie man spielt. Aber sonst, ja. Hat sich sogar ein bisschen gelohnt. Ja. Batterie. Glas. Plastik. Bisschen Treibstoff. Oh, und weiter zum nächsten. So richtig nomadenmäßig. Aber ich glaube, so können wir im Moment am meisten reisen. Der nächste ist entweder rechts oder geradeaus sind noch kleine. Was war das hier nochmal? Den wir schon hatten. Geh vielleicht mal ein bisschen höher. Und bevor ich hier ruhig noch höher, ja. Bevor ich hier in dieses Unkraut reindonner. So, was haben wir hier? Sind wir schon drüber?
eine relativ große... Huch, falsche Richtung. Relativ große Landefläche. Und wir sitzen. So, eins machen wir noch schnell. Eins testen wir noch schnell. Kupfer und Maschinenteile. Eins testen wir noch schnell. Ballon vergrößern geht hier nicht. Hier ist schon voll. Abbrechen. Tür öffnen. Ballon vergrößern. Nein, wir haben die Maximalgröße. Plus 400 steht dran. Aber geht ja nicht. Wir haben die Maximalgröße der Ballons erreicht. Aber wir haben ja auch noch 4 Tonnen Zuladung. Also von dem her, da haben wir eigentlich erstmal eine Weile Ruhe. Also größer als das geht nicht. Das heißt, wir können hier nochmal ein ganzes Stück weiter raus, dass wir die gleiche Größe haben auf dieser Etage. Dann hätte ich nämlich gern unten auf der Lageetage eine kleinere Größe. Breite von mir aus. Ne, Breite auch nicht. Schmaler. Und dann da drunter. Also hier oben. Labor. Küche. Schlafen. Die Steuerung, die kommt ganz nach unten. In den Sockel, wo wir auch ein- und aussteigen werden. Weil wir damit dann auf der Plattform landen. Und der ganze andere Krampf hängt in der Luft. Ihr werdet sehen. Habe ich mir im Schlaf ausgedacht. Das wird gut. Das wird gut. Wie der Bloch sagt. So. Ja, lass gut sein. Ballonkern gibt es jetzt noch keinen. Denn da müssen wir erst in die Breite. Aber ich will eigentlich nicht mehr in die Breite. Eigentlich reicht das schon so. Andererseits, wir brauchen das, wir brauchen den Auftrieb. Also müssen wir verbreitern. Aber theoretisch müssen wir ja hier nicht, aber... Ich glaube, wir machen es trotzdem. So, das noch ganz kurz. Oha, ist schon so spät. Es ist schon so spät. Ich schau mal ganz kurz raus. Da geht schon die Tür zu. Was ist das für ein Ding? Hydration level is decreasing. Ja, ich weiß. Was ist das hier? Das ist ein Lager. Ja, das ist ein altes Lager, oder? Das nennt sich altes Lager, glaube ich. Lass mal nochmal drauf gucken. Ja, ich glaube, das nennt sich altes Lager oder sowas. Das ist ein ganz normaler Kommunikationsabpost. Das ist so ein... Ist das ein Pflanzending? Und da sind so ganz hohe neue Türme. War ja auch noch nicht drauf. Oh, wir müssen jetzt viel reisen. Und wenn wir dann viel Material haben, dann bauen wir erstmal. Jetzt machen wir erstmal Pause. Folgenpause. Ich hinterlasse dem Os. Dem Los Os. Dem Os Los. Keinen. Kein Saustall, aber ich habe auch nichts mehr zu essen hier, ne?
Ich kann theoretisch... müsste ich angeln. Wenn ich noch einen Köder hätte. Doch, ich habe noch. Ja, gut. Reicht runter. Machen wir noch schnell. Hier wollte ich noch gucken, ob wir da... Da haben wir Lichter und da haben wir das Zeug. Robustes Bandregal. Können wir auch bauen. Bürostuhl können wir bauen. Wir können alles bauen. Jetzt, da wir wissen, wo wir das Pflanzenharz herkriegen, können wir alles bauen. Und das Pflanzenharz gibt es ja offensichtlich immer und immer wieder. Man braucht nur einen... Warum habe ich jetzt einen Flicken? Habe ich den vergessen aufzuräumen? Hier benötigt nichts, glaube ich, gerade eine Reparatur, oder? Die Flicken, die waren hier drin. So. Ja. Und ein Klebezettel haben wir noch. Darauf kann ein beliebiger Text verfasst werden. Es hilft dabei, das Luftschiff in Ordnung zu halten. Zettel. Das ist doch kein Zettel, das ist ein leuchtendes... Vor allem, da gehört Glas rein. In den Zettel gehört doch kein Glas. Das ist... Was war das denn jetzt? Das ist... leere Flaschen. Pfand, könnte ich es auch nennen. Pfandflaschen. Das ist ein leuchtendes LED-Schild. Selbst wenn ich nicht dran bin mit der Maus, dann leuchtet das. Genauso wie die Ecke, da sind auch LEDs drin. In der Ecke von meinem Regal sind LEDs. Ich bin ein Bonze. Ich habe LEDs in den Ecken. Ja, doch. So. Und Schlaf, da kann sich dann Zukunftsassassin selber drum kümmern. Ich stelle ihn mal vors Bett. Er würde sich dann auch mal anhören. So, und damit, meine Freunde, machen wir Folgenpause. Ich mache Aufnahmesessionpause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Forever Skies in meiner nächsten Aufnahmesession. Und denkt dran, wenn ihr kommentiert, also wenn ihr vor den Folgen, also ich sag mal vor 5 Folgen was kommentiert habt, dann kann ich es erst in der nächsten Folge, na, ihr wisst schon, ich nehme im Normalfall zwischen 4 und jetzt gerade habe ich viel Zeit, deswegen 15 Folgen auf. Das heißt, zwischen 4 und 15 Tagen nach eurem Schreiben nehme ich eigentlich schon die nächste Folge auf. Aber, also die nächste Aufnahmesession. Aber dann lese ich es natürlich. Und ich schreibe euch meistens auch zurück. Aber ich kann halt nicht drauf reagieren. Ich kann es halt im Spiel nicht machen, weil es halt so lange dauert, bis ich es lese. Weil ich halt schon jetzt... Ich habe jetzt heute, habe ich... ich sag's euch gleich. Ich bin bei Folge 60. Ich bin jetzt Folge, das hier ist Folge 61. Und ich habe auch heute die Folge 53 aufgenommen. Ich habe heute aufgenommen von 53. Wisst ihr noch, wann das war? Wann die rauskam? Wenn ihr zwischen der Folge 53 und... Also 54, 55, 56, 57, 58, 59 und 60. Wenn ihr da in dem Zeitraum was geschrieben habt, Caution. A storm is coming. Kann ich erst nächste Aufnahmesession darauf eingehen. Beziehungsweise, ja. Ich hoffe, der Sturm macht mir nichts. Ich mache jetzt... Ich gehe jetzt raus. Also auf jeden Fall, ne? Ihr wisst, ich produziere immer vor, deswegen macht euch keine Gedanken. Ich mache es dann schon. Meistens schreibe ich ja auch was dazu. Gut, macht's mir gut. Tschüss.